Guten Morgen, hier Albert Emanuel mit einem Beitrag von Gaia Lela zum Hara, also das 3 cm unter dem Nabel befindende Zentrum aus der Tao-Philosophie, Te Tan Tien wird es auch genannt. Ich kann es euch hier zeigen, also wirklich hier genau über dem Schambein und unter dem Nabel. Ein unglaublich Lebenskraftwerk. Also hier wird auch in der chinesischen Kung Fu wird Zentrum und alle Bewegungen, alles, was irgendwo einen Impuls in eine Aktion setzt, wird von dort ausgeführt. Und gilt auch als ein Speicher, auch für negative Emotionen und ein guter Wandler. Ja. Ist auch in der Nähe des Darms, ne? Also das heißt, da wird ordentlich verdaut. Wir haben das Mudra, das hier sozusagen die zwei so Hände zusammenfaltet. Ich stelle mir dann immer vor, so einen Lichtnadel oder ein Lichtschwert, das hier stimuliert. Ne? Und so beginnen wir dann auch. Ja. In dem Fall knien wir, weil wir dann später Techniken machen, die gleich zur Seite gehen. Genau. Hier, also viel Vergnügen. Wir fangen an, wiederum das Zentrum zu aktivieren. Und der Laut dafür ist das Ft, ein FTH. Dabei wird auch der Beckenboden mit angezogen. Ja. Variation langes F und G-Pumpen. Die Füße abstellen. Nach ca. 100 Mal. Hoch. Halten. Weiter pumpen. Und wenn es nicht mehr geht, nochmal. Ganz gerade hier, ja. Ellbogen bei den Ohren. Jetzt oben weiter pumpen. Und
Und auf der Seite weiter die Qi-Pumpe machen. Ja. Ist nicht leicht, es wird hier steif sein. Ja. Mach den Körper aber sofort warm. Und ein weiteres Mal, wenn wir wollen. Das ist übrigens der reine Feueratem. Da kontrahiere ich nur den Nabel und verspanne den Beckenboden, wenn ich will, mit an. Nicht einschlafen kann, ja, so 5, 7 Minuten da durchgehend. Kann auch durch die Nase gehen. Ist aber für dieses Hara nicht so effizient. Oder schnell. Halten. In dem Fall tatsächlich volle Lunge. Variation. Ein Atemzug. Bisschen nachspüren. Ich habe heute ein bisschen geschwollene Augen gehabt und noch einmal eine belegte Stimme. In der Alela Heilphilosophie versuchen wir immer den Körper zu unterstützen. Ja? Also ich versuche auch mit meinem Luftdruck tatsächlich die Schwellung meiner Augen, wenn ich die Luft anhalte, zu verstärken. Ja? Also tatsächlich so, dass ich solche Glubsche kriege. Und merke, dass in der Entspannung, und dann kann man gerne auch ein bisschen Eis draufgeben, wirklich das Material auch wieder abgezogen wird. Ne? Also immer. Und genauso mache ich es mit meinem Hals. Meinen Hals mache ich jetzt extra dick in dieser Arbeit. Ne? Jetzt merke ich auch wirklich, jetzt entspannt er sich wirklich. Jetzt passiert eine Bewegung zwischen Schwellung und Entspannung. Ja. Und genauso ist es auch mit der Stimme. Also ich würde jetzt ganz bewusst die belegte Stimme mit tiefen Tönen, mit einem, kann man gleich machen, Finja, gut, wir machen noch mal ein bisschen Aktivierung. Das Nachspüren. Und jetzt verlagern wir Gewicht auf die eine Seite. Das ist wirklich der Beckenboden auf meiner Ferse jetzt. Dieses Bein strecke ich aus, nach Möglichkeit. Kann ein bisschen weiter vorne sein. Je weiter zur Seite, desto besser. Und dann gebe ich auch das Knie ein bisschen auswärts. Dann kann ich hier schön halten. Genau. Genau. Und jetzt ist das gleiche Prinzip wie beim Wasser. Wir bewegen uns sukzessive in diese Richtung, halten aber hier die Hände. Genau. Und da ist meine erste Grenze. Ja?
anspannen, ich ziehe die Arme zurück, ziehe das Bein, presse das Bein in den Boden, ziehe mein Bein in meine Hüfte zurück und presse es hinunter. Hier ziehe ich runter, hier ziehe ich runter. Entspanne, mach mich weicher. Anspannen, entspannen und hier weich machen. Und es ist eine Grenzerfahrung, löst Prozesse aus. Ja? Annehmen, Schmerzen annehmen, Stress annehmen, als Energie wahrnehmen. Ja, ich kann auch das wie ein Schwert verwenden. Aber es sollte die meiste Zeit so sein. Schmerz gerade. Oh, aber geiler Schmerz. Ja. Hoch. Und rüber, da muss ich mich ein bisschen abstützen. Kann auch hier das Bein vielleicht einunternehmen. Und oh, leg mich da hier auf die andere Seite. Und wiederum mit den alten Händen da hier. Oh. Volle Entspannung, boah, die Endorphine sprühen durch meinen Körper. Was ich noch festgehalten habe, was noch nicht erlöst ist, was noch nicht befreit ist und was noch nicht vergeben ist, ich vergebe, ich erlöse und ich bin dankbar für diesen Moment. Das ist auch so ein bisschen so eine weite Breite, an der ich mich von oben mit goldenen Sterntalern berieseln lasse. Und wenn dann die Engel so ein bisschen so Flöckchen auslesen, genau. Und das atme ich ein. Solltet ihr auf Holzboden oder auf Gras liegen, dann atmet auch von unten die Nährstoffe von Mutter Erde ein. Und da gehen dann meine Nasenlöcher gleich auf. Mit der Vorstellung. So, gleich in die andere Richtung. Ihr könnt das dann beliebig oft wiederholen. Achtung, das empfehle ich sehr, die Füße aufstellen, ja? Weil das die Zehen nochmal dehnt und das sind ganz viele Meridiane, die sehr aktivierend sind, wird im Yin-Yoga auch ganz viel verwendet. Ja? Genau, hier aufrichten. Und das machen, was möglich ist. Für die Männer ist es manchmal ein bisschen angenehmer, wenn der Lingam ein bisschen Platz hat und die Knie außen sind. Genau, Gewicht schön verteilen und los geht's. Also sowohl ein- als auch ausatmen mit F. So, jetzt eine Variation.
Und anstatt dass wir links und rechts gehen, machen wir den Achter. Und dieser Achter ist wie ein Schwert, das ist dann ausgefahren hier, wie ein Lichtschwert, das durch graue Schleier schneidet. Könnt es im Nachter machen, der beruhigt, wo ihr könnt natürlich eure persönlichen Reiß- und Schneidmuster da hinein machen, auch hinter euch, ja, wenn die ganze graue Wolke, die in der Früh vielleicht noch ist, nochmal so richtig schön aufgeschnitten werden soll. In der Partnerarbeit gibt es ganze Schwertkampfmuster, die wir mit diesem imaginären Lichtschwert machen. Ja, gibt es sehr mächtige Übungen, die auch sehr viel aktivieren. Aber der Achter ist die beruhigendste. Andere Seite. Da wird immer so leicht auf die Seite. So, es ist ganz gut, wenn ich doch noch auf dem, ja, wenn ich auf dem Ferse bin. Wenn das zu schmerzhaft ist, gebt euch zwei Pölster, einen Pölster hier und einen Pölster hier hinein. Hier. Dann ist es wesentlich, wesentlich erträglicher. Also auch ich leide, sage ich euch ganz ehrlich. Direkt auf dem Boden ist das schon eine ziemliche Herausforderung. Aber genießen es. Wir holen die Kraft aus dem Schmerz. Schmerzhaft wird Herzkraft. Bewusstes aus der Komfortzone gehen. Und wir gehen an unsere Grenze. Da ist meine Grenze. Anspannen. Hineinpressen. Maximal. Entspannen. Ich lass mich fallen. Gib mein Gewicht in den Stretch. Ja, Ellbogen über dem Ohr. Ganz die Breitseite hinauf zum Himmel. Wenn ihr merkt, es wird stressig, es tut weh. Schön schnaufen. Wenn es unerträglich ist, der hört aber früher auf. Ihr könnt auch jederzeit kurz mal entspannen und wieder runtergehen. Es ist viel wichtiger, in die Komfortzone zurückgehen und dran zu bleiben, als komplett aufzugeben. Ja? Ich erlöse, ich vergebe, ich lass los, ich verzeihe, ich bin dankbar, ich nehme an den Segen vom Himmelsvater. Die Nahrung von der Erdenmutter. Ich empfehle euch das schon ein paar Mal zu wiederholen, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr Zeit habt, das dann immer wieder zu machen. Ansonsten einfach nachspüren jetzt einmal.
Die Emotionen, die sich hier oft zeigen, sind Einsamkeit und Trauer. Da steht halt der Fülle des Lebens und der Lebenskraft ein bisschen gegenüber. Das hat auch mit diesem Samurai zu tun, der als Schwertkämpfer so mächtig ist, dass er keine Feinde, aber auch kaum noch Freunde hat, weil alle Angst vor ihm haben. Das kann man fließen lassen. Tränen können fließen hier. Es ist wie ein Reinwaschen. Eine Kommunikation mit dem Kehlkopf ist oft gut und mit dem Nasenchakra. Guten Morgen.